So, wir sind an der frischen Luft. Was passiert? Was ist das? Älterer Robenträger. Die Silhouetten von vier Gestalten stehen vor einem überweltlichen Apparat, einer uralten Struktur aus gemeißeltem Adra mit metallischen Adern. Rätselhaft, ominös und wie ein stiller Beobachter bedrohlich aufragend. Regungslos in ihrer Mitte scheint ein menschlicher Körper zu stehen, der farblos wie Stein oder Asche ist. Die anderen Gestalten scheinen sie fast besinnlich anzusehen. An deinem Beobachtungspunkt kannst du von ihnen nicht gesehen werden. Das Gesicht einer der Gestalten ist von weitem sichtbar. Es wird von langen, locken, öligen grauen Haares eingerahmt, das an den Enden dunkel getönt ist. Ein dichter Bart scheint außerdem sämtliche Gefühlsregungen zu verdecken. Seine verblichene Robe ist mit einer Art Runenschrift bestickt, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast, und auf seinem Kopf trägt er eine seltsame schwarze Kopfbedeckung, auf der links und rechts, wie die Flügel einer gottlosen und bösartigen Kreatur, jeweils eine Ausbuchtung hervorsteht. Oathbinder, bear witness, and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. Your brother has done his part, and you have seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth and be assured of the great worth of your life's course. Einen Augenblick lang verstummt der Apparat und die Luft steht still, dann aber eruptiert er plötzlich mit einem erschütternden Stoß. Gleißendes Licht blendet dich und du wirst zu Boden geschlagen. Als du auf dem Boden aufschlägst, wird dein Kopf nach hinten gerissen. Die in deinen Hinterkopf aufwallenden Schmerzen verwaschen deine letzten Gedanken mit der schwarzen Leere der Bewusstlosigkeit. Du öffnest die Augen an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit. Du stehst in einem kreisrunden, herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, dessen Wände mit Adra ausgekleidet und mit Kupfer besetzt sind. Der Stil ist antik, der Raum jedoch in makellosem Zustand. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adra-Säule den Boden wie eine gezackte Pike, deren schimmernde Textur die Illusion grenzenloser Tiefe schafft. Die Säule wird von einem Apparat umringt, der dem, den du gerade erst gesehen hast, sehr ähnelt. Dieser aber ist gewaltig, facettenreich und ineinander verschlungen. Vielleicht die Arbeiten eines außerordentlichen, aber fieberhaften Verstandes. Deine Gedanken gehören dir, aber dann auch wieder nicht, und sie scheinen zu existieren, bevor du sie denken kannst. Und es sind ausschließlich Fragen, dringliche Fragen, beunruhigende Fragen, Fragen, die beantwortet werden müssen. Sonst. Am Fuß der Säule siehst du nun einen Mann mit dichtem grauen Bart, der mit einer zeremoniellen Robe bekleidet ist. Seine öligen Haare werden von einer schwarzen Kapuze und einem seltsamen, dekorativen Kopfbedeckung verborgen. Du kennst diesen Mann. Du gehst nun eilig auf ihn zu, versuchst aber, die Dringlichkeit zu verbergen. Du möchtest ihn etwas fragen, eine über allem stehende Frage. Und diese Frage geht dir wie verrückt in deinem Verstand um. Und ich bin wieder wach. Als du aufwachst, bemerkst du, dass dein Unwohlsein verschwunden ist, dafür aber mit etwas weitaus Bestürzenderem ersetzt wurde. Schwaches Flüstern, das für dich gerade noch so hörbar ist, fühlt sich in deinen Ohren wie ein fortwährendes Klingeln an.
Am Rande deines Sichtfelds siehst du huschende Bewegungen, aber wenn du dich umdrehst, kannst du keinerlei Anzeichen dafür erkennen, was es gewesen ist. Du bemerkst, wie dein Blick wie ein unfreiwilliges Muskelzucken hin und her schießt. Sollte das eine Krankheit sein, so ist es vermutlich gefährlich, sich längere Zeit unbehandelt zu lassen. Die Gestalten bei der Maschine scheinen auf der Stelle gefroren zu sein. Fleisch und Blut wurden durch Schlacke und Asche ersetzt. Von dem Mann, der sie anführte, ist weit und breit nichts zu sehen. In kurzer Entfernung findest du Heodan in einer seichten Lache seines eigenen Blutes. Sein Körper rührt sich nicht mehr. Du bist ganz alleine und keinerlei Hilfe ist in Sicht. Goldtal könnte deine beste und einzige Chance auf eine Behandlung sein, bevor sich deine Situation verschlechtert. Herzzerreißend. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in der Scheiße. Und wir haben Visionen von einer Streckbank oder was das war. Ich will auf keine Streckbank, definitiv. So, hier sind die Ascheleute. Ascheleute oder, wie soll ich sagen, Hüllen. Wahrscheinlich eher Hüllen. Gefäße sind es. Gefäßfleisch. Hier ist ein Scheiterhaufen mit einer Frau oder mit einem Mann. Kann man nicht erkennen. Ist wieder weg. So, was haben wir hier noch? Der Apparat geht auch noch. Hier unten ist noch was. Der Apparat geht auch noch. Da müssen wir mal schauen. Kann der was? Diese mit seltsamen Glyphen bedeckte massive Struktur besteht aus Stein, Adra und Kupfer. Die Luft um sie herum vibriert mit merkwürdiger Energie. Okay, diese Explosion hat mich umgehauen, aber sie hat mich nicht getötet. So wie jeden anderen. Und wir haben die Weltkarte. Schön. Und ich reise 6 Stunden Richtung Silantlis. Von Silantlis nach Talholz, genau. Mal ein Schlückchen nehmen aus der Heimat. Ready to sleep like the dead. Jo, ich bin müde. Und ich habe ein Level up. Und ich muss mir angewöhnen, mehr zu trinken, wenn ich so viel rede. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr Bock habt, ob das okay so ist, wenn ich vorspreche. Vielleicht werde ich das ein bisschen cutten, weil im Grunde genommen, ja, es ist ja doch krass eigentlich. Also das ist ja schon viel zu reden. Und manchmal verhaspel ich mich auch, klar, das ist ganz normal. Und dann, ja, ist so ein bisschen die Spannung weg. So. Ich darf Punkte verteilen. Schön, schön, schön. Gehen wir definitiv gleich mal wieder auf Athletik, da sind meine Aktien, denke ich, am besten. Und ja, dann machen wir das so. Passt genau. Bupp. So, jetzt haben wir hier Talente. Oh, schön. Guckt euch das mal an. Wie viele Talente es hier gibt. Das ist doch der Hammer, oder? Und es werden immer mehr. Also was heißt mehr? Es gibt hier immer wieder bei der Klasse immer wieder Möglichkeiten zu setzen. Bei Offensiv-Defensiv-Unterstützung bleiben sie, glaube ich, gleich. So, ich werde auf jeden Fall was mit der Klasse nehmen. Intensive Flammen machen mehr Schaden und das modifiziert Flammen der Hingabe. Das ist mein Schlag. Also plus Brennenschaden. Ne, Schaden als Brennen. So. Unbelasteter Glaube. Das heißt, Glaube und Überzeugung wird modifiziert. Ah ja, genau. Das ist nämlich das, wenn ich in Einklang mit dem Ruf bin, den ich habe, gibt es ja Boni. Und dieses Talent tut es quasi negieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in Einklang bin, wirkt sich es nicht mehr negativ auf. Das ist, ja, können wir mal überlegen, ob wir das irgendwann mal nehmen. Jetzt aber definitiv nicht. Hier ist auch nochmal, wodurch erhöhte Verteidigungsboni auf Glaube und Überzeugung erhält. Naja, das ist jetzt aber nicht so prickelnd, muss ich sagen. Tapferkeit, Reflexe, Wille ist okay. Abwehr bräuchte ich aber eher. Und da ist halt 2, das, nee. So, Flamme der Hingabe, da haben wir dann ein Dot. Nö, aber ich will richtig schön gleich direkt bomben. Deswegen nehme ich hier diesen Plus Feuerschaden, Brennen. Schaden als Brennen, Feuer, Brennen, Feuer. Ich schlaf mal. So. Diesmal sieht der Schlaf anders aus. Dieses Video.
Gut, hat sich aber soweit eigentlich nichts verändert. So, also wir sind auf jeden Fall angekommen, quasi jetzt endgültig im Spiel sozusagen. Die Story ist, sag ich mal, im vollen Gange und wir sehen auch schon wieder Unsichtbare. Gruselig. Okay, hier ist nix. Hier komme ich auch nicht weiter. Da oben komme ich auch nicht weiter. Dann gehe ich mal hier lang. So, immer schön die Tabulator-Taste drücken, dass ja nichts übersehen wird. Oh, da rennt wieder einer. Was ist hier? Komme ich hier rüber? Ja, hier komme ich rüber. Nice and slow. Ja, das ist mir nicht so geheuer hier, so alleine rumzulaufen. Das ist vielleicht... Tut es weh, wenn mich einer trifft oder wenn ich Gegner treffe. Gerade auf Hard ist es echt, ich sollte mir erst Gefolgschaft zulegen. Sonst wird es übel enden mit mir hier und zwar ratzfatz. Da fällt mir ein, ich könnte mal speichern. Tue ich auch gleich. So, jetzt schaue ich erstmal hier, das ist ein Wolf oder sind es noch mehr? Sieht aus wie ein Wolf. Die entdeckt, ah doch. Ich wollte gerade sagen, wenn ich von hinten mich anschleiche, decken sie mich nicht, aber offensichtlich nicht. Ja gut, einen Wolf schaffe ich noch. Einen Wolf schaffe ich noch. Bam. Zack. Down. Souverän gelöst. Fragt sich noch, wie lange. Ich werde mich immer weiter durchschleichen. Ja, das kann es. Okay, hier ist ein umgestürzter Wagen. Und gehen wir mal hier hin. Kiste. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier schauen, was es hier so gibt. Ist hier noch was? Nee. Dann gehe ich mal hier zur Kiste. Schon wieder eine... Oh, das ist ja sehr gut. Noch ein Campingbedarf und eine Schriftrolle, die ich aber nicht einsetzen kann, weil ich eben nicht genug Wissen habe. Aber macht nichts. Das ist eh nur hier so Chaosfuß. Das ist so Art... Netz oder was? Kann ich die Gegner einfangen? So. Verdammtes Teil, komm schon! Hail and well met. Sei gegrüßt, Wanderer. Okay, ich werde jetzt nicht mal alles vorlesen, sondern vielleicht kann ich das ja mal so ein bisschen zusammenfassen. Okay, ja, ich bin aus dem Wald gekommen, auf jeden Fall. Vergiss den Wald. In den Ruinen weiter nördlich gibt es eine seltsame Maschine. Dieses schwarz gekleidete Geschalt führt dort eine Art Ritual aus. Ja, das ist gut, das ist interessant. Ich brauche mehr Informationen. Ruin, der alte engvitanische Ort. Egal, was du gesehen hast, von denen solltest du dich fernhalten. Um diese engvitanischen Städten herum passieren immer wieder merkwürdige Sachen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Leute, die du gesehen hast, nichts Gutes im Schild führen. Naja. Okay, das sollten sich andere drum kümmern. Glan Fadana. Okay, also im Wald ist ordentlich was los. Und in einer Höhle sind Bären. Das riecht nach der ersten Quest. Er hat einen Freund dort verloren, offensichtlich. Was ist denn mit deinem Freund passiert, Kollege? Ah ja. Dieser Mensch heißt Pearly. Oh, der Arme hatte keine Chance. Wer bist du? Frage ich jetzt. Nonton. Nonton ist es. Okay. Okay, nördlich. Da bin ich gerade vorbeigelaufen. Dieser Bär ist wirklich ein riesiges Ungeheuer. Lebt wohl. Okay, ich habe keine Quest bekommen. Hail and well met. Ja, ich sag, das ist wahrscheinlich keine markierte Quest, sage ich das jetzt mal so. Also das ist eine Quest, aber halt ohne Questlock. Okay, was? Jetzt mal gucken. Ist das nur einer? Ja, ist nur einer. Sehr gut. Panik bekommen, weil hier ist es ja, das ist immer schnell vorbei, wenn jetzt zwei kommen, ist für mich schon aus, definitiv. Das schaffe ich nicht. Das schlägt ja viel zu langsam zu. So, wie ich gesehen habe, gibt es ja auch gar keine EP für diese Gegner. Das ist ja auch krass eigentlich. Das ist eh sowas. Ich habe auch schon mal geguckt. Oh, nee, da gehe ich nicht hin. Das sind drei.
Vergiss es, ich hole mir erst Kollegen. Kleine Grüppchen. Und dann komme ich nochmal wieder, Kollege. Du bist nicht alleine. Ich komme und hole dich. Ich schleiche mich davon. Erstmal nach Goldtal. Erstmal nach Goldtal. Bin ich ja schon da jetzt. Ich komme wieder, Kollege. Ich rette dich. Der hat nicht so gut ausgesehen da, zwischen den dreien. Könnte sich als gute Suppe aneignen. Ich glaube, das ist sogar ein Koch. Ich glaube, das ist sogar ein Koch, der Typ da. Okay, wie auch immer. Ich merke mir das. Ich merke mir das. Ich muss auch die Bären noch töten. Das muss ich mir auch noch merken. Manchmal ist es besser, erstmal weiterzulaufen, gerade wenn man alleine ist. Das bringt so ja nichts. Wir wollen ja hier auch nicht gleich krepieren. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus, oder? Ziemlich viele hängen an dem Baum. You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased ein herzliches to know that Willkommen. Recent vacancies here. Okay, jetzt muss ich mich mal so ein bisschen als Paladin geben, ja. Aber ich meine, ich bin ja auch ein Mensch, also bist du wahnsinnig? Kein Wunder, dass hier nicht viel los ist. Of course, we'll need to make some inquiries first. Der unschätzbare Fürst Raedric der Siebte. Wohlgeborenes gezeugt. Von was redest du da? Ein Kind ohne Seele, okay. Okay, Raedric hat sich also zum, wie sagt man, zum, zur Prio gemacht. Das aus dem Dorf rauszutreiben, diese Geißel. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents. Ja, ja, ja. Behalt deine Drohung für dich, mein Freund. Sonst schlitz ich dich auf. Nein, das tun wir nicht. Wir sind ein Paladin, ein Mann der Ehre. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations. Okay, er meint, ich möchte doch in die Schenke gehen, mich da mal ausruhen. Und bevor ich herkomme, soll ich mal... Ja, das wird mich noch interessieren. Ich möchte wissen, das mit den Leuten. Du solltest dir gut überlegen, wo du das erwähnst. Das unbefugte Eindringen in engvitanischen Ruinen ist illegal und ganz abgesehen davon gefährlich. Okay, zur Befriedigung der Götter abzuhalten. Nee, das glaube ich nicht. Er poliert seine Augengläser an seinem Ärmel. Wenn du einem Biawak so nahe gekommen wärst, würdest du jetzt nicht hier stehen. Jo, ich stehe aber trotzdem hier. Gut. Genau. Ich fühle mich merkwürdig nach dem Zusammentreffen damit. Gibt es jemanden, der mir helfen kann? Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. Für einen Beseeler. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Oh, gut. Consider yourself fortunate. Der Einzige, der mir hätte helfen können, hängt an dem Baum. Okay, also eine Scharlatanin quasi. Okay, ich sag jetzt mal auf Wiedersehen. Oh. Listen! Two tolls. Let that be the last. Three. Gods have mercy. Drei Glockenschläge. It seems your arrival is ill-timed. Three bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Was? Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed. Fürst Raedric hatte ein Kind und das ist wohl ein Hohlgeborenes geworden. Also ein Kind ohne Seele. Ui, das... Das ist, glaube ich, das ist nicht gut. Beeinflusst dies das Angebot des Fürsten an neue Siedler? Er weiß es nicht. Ich sollte mich erstmal in der Schenke ausruhen. Bedroht mich nicht, kleiner Mann. Das ist keine Drohung, nur eine Warnung. Okay. Dann sage ich mal, leb wohl. Und auf zur Schenke. Auf zur Schenke.
Die ist hier. Ja, tut mir ein bisschen leid. Ich weiß ja schon ein bisschen, wo es lang geht. Deswegen, aber es kommt ja der Zeit zugute. Du siehst vier Personen, die sich bei der Tür zur Schenke versammelt haben. Ihre erregten Stimmen und hackenden Gesten lassen darauf schließen, dass ein Streit kurz vor seinem Höhepunkt steht. Die erste Gestalt erhebt ihre Hände, um die Situation zu beruhigen. Sein Gesicht wird teilweise von einer Kapuze verborgen. Aber Größe und Körperbau lassen auf einen Elf schließen. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Lass uns saufen. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Oh, ein Kampf. Du bist ganz schön frech, uns in unserem eigenen Dorf zu verspotten. Von Ausländern lassen wir uns nicht schlecht behandeln. Von Edyranern erst recht nicht. Edyran. Go on. Say it again. I'm itching for an excuse. Why, you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather! Ja, ist das. Kannst das wohl nimmer da worten, dass deine Schwester schnackelst. Oi, der Schlappschwanz. Geil. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. Ist der irgendwie, der ist irgendwie irre, kann das sein? That's where you're wrong. Okay. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, ihn anzugreifen. Weil ihr es sonst mit mir zu tun bekommt. Also gut, wir sind fertig hier. Oh, die sind abgehauen. Hehehe. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that. Freut mich, dass ich helfen konnte. It's a rare pleasure in these parts. Though your accent suggests that you are no more local than I. Ich bin kein Einheimischer. I suppose introductions are in order after that little fiasco. Arlof Corvisser. Wie kommt es denn, dass du draußen feststeckst? Das ist eine lange Geschichte. I'm a wizard by training. Ah, ein Zauberer. Adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education, okay, for which I in einem neuen Land neue Möglichkeiten However, suchen. And how exactly did you come to ich bin mit einer Karawane gekommen, durch eine dangerous places during the best of times, which these are not. Half the locals would arrest you for trespassing. You survived? I've heard such a thing was impossible. But it seems you either have a knack for timing. Ich glaube auch mittlerweile, dass ich ein Günstling der Götter bin. Was auch sonst. Wie hast du es geschafft, diese drei Trunkenbolde zu verärgern? Fehlübersetzung. Okay. Wie ich ihnen zu sagen versuchte, sie hatten mich falsch verstanden. Nach ein paar Humpen geschieht das viel zu leicht und der Akzent ist auch nicht besonders hilfreich. Aha. Lass uns doch über etwas anderes reden. Ich sollte besser aufbrechen. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left. Ja, er möchte sich mir anschließen. Wer hätte es gedacht? Natürlich. Kleiner Tipp. Jeder, der hier so ein Porträt hat, kann sich eigentlich dir anschließen. Oder ist natürlich etwas, was der Hauptstory wichtig ist. Deswegen das Porträt. Excellent. Und ich nehme ihn natürlich mit. Ich brauche Mitglieder. Sure. Und jetzt habe ich einen Zauberer. Schön. Da werden wir auch gleich mal gucken. Beim Zauberer ist es so, der hat hier ein schönes Zauberbuch. Das sieht auch schön auf dem Charakter aus. Sehr fesch. Und das braucht man nicht. Und das können wir jetzt ausrüsten und bearbeiten. Also wie gesagt, er braucht das, damit er eben Zauber sprechen kann. Hallo, bearbeiten? Wie was? Moment. Wieso kann ich denn das jetzt nicht? Ach so, was war denn das? Egal. So, hier sind wir, das Zauberbuch. Und jetzt können wir hier diese Zauber auswählen. Das ist so. Es ist völlig egal, wie oft der Zauber hier drin ist. Hauptsache, er ist drin. Das bedeutet, wir haben ohnehin drei, sieht man hier unten rechts, drei
Mein Gott, mir fehlen die Worte. Drei zauberfrei. Das heißt, wir können dreimal den, dreimal den, dreimal den. Völlig egal. Hauptsache drei einfach. Wir können nicht mehr als drei Zauber wirken. Aus diesem Grad. So, genau. Das war das Wort. Der Grad des Zaubers. Ich finde das richtig gut. So war der Hexer damals übrigens bei Baldur's Gate aufgebaut. So, hier sind wir in der Schenke angekommen. Und ich glaube, wir werden uns gleich mal hinlegen. Die Schenke zum schwarzen Hund. Freie Platzwahl. Willst du was trinken oder ein Zimmer? Wir haben gerade zwei frei. Leider können wir heute nichts besonders Schmackhaftes zum Essen anbieten. Ah, kalter Haferbrei ist auch nicht schlecht. Hier können wir jetzt auch Helfer anheuern. Wir können verkaufen. Wir können uns ein Zimmer nehmen. Und ich könnte etwas über den schwarzen Hund erfahren, was mich allerdings nicht so interessiert. Du hast nur Haferbrei anzubieten. Ich habe das nicht entschieden, das kann ich dir sagen. Eigentlich war unsere Küche eines der besten in ganz Dürwald. Wir haben nur eine verdammte Pechsträhne, das ist alles. Dieses Jahr läuft es mit den Feldfrüchten sehr schlecht und uns gehen langsam die Vorräte aus. Ich habe Tenfried zum Vorräteholen nach Norden hochgeschickt. Tenfried ist unser Koch, musst du wissen. Ein wahrer Künstler am Herd und sein Braten ist himmlisch. Er hätte aber schon seit Tagen zurück sein sollen und bisher haben wir kein Lebenszeichen von ihm. Hm, das war der doch. Ich habe die Schenke auch gerade erst vom Vorbesitzer übernommen. Wenn er nicht mehr auftaucht, weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Ich könnte versuchen, ihn für dich zu finden. Oh ja, sie ist mir dankbar. Natürlich. So. Gut. Und jetzt werden wir uns auf jeden Fall einen Helfer holen. Denn je früher, desto besser. Oh shit, ich habe nicht genügend Geld. Das heißt, ich muss erstmal was verkaufen. Ich hoffe, wir können was verkaufen. Ah ja, klar. Da geht einiges. Dann seht ihr auch gleich mal, wie das hier läuft. Einfach reinklicken, fertig. Da unten ist das Geld. Handeln, zack. Das war's schon. Easy. So, wir verkaufen auch mal alles. Brauchen wir alles nix. Den Helm könnte ich noch gebrauchen, obwohl... Naja, der kann ja nix. Das kann auch weg, zack. Sieht zwar lustig aus, aber... So, das Bier gibt Schadensreduktion. Ach, das lassen wir mal mit. Das sind übrigens hier diese Langzeitbuffs, von denen ich geredet habe. Also 300 Sekunden, naja, ist auch nicht so lang. So, dann haben wir hier noch Wolfshaut, die machen wir auch weg. Und dann dieses zerfetzte Tagebuch, braucht auch keiner mehr. Und die Fackel, dann nehmen wir noch eine mit, weil es schön ist. Und der Rest ist okay, handeln. So, und jetzt holen wir uns einen Abenteurer. Und jetzt geht's wieder los. Charaktererstellung. Ich liebe es. Ich liebe es, einen Charakter zu erstellen. Es ist auch nicht so, also für den Arsch, sag ich mal. Ist klar, es kommen noch mehr Leute, die sich mir anschließen wollen. Aber wir bekommen ja auch eine Burg später und da kann dann der zum Beispiel dann einfach da bleiben. Aber für den Moment brauche ich unbedingt noch einen, vielleicht sogar zwei weitere. Ich muss mir das noch überlegen, genau. Lange Rede, kurzer Sinn, ich mache mir einen Charakter.